nach hinten machen, als hätte ich längere Beine als du. Oh! Alter! Ey! Wir sind keine 20 Meter gefahren! Sind gelandet. Auf vier Rädern. Ich transgender bin alles. Die trauen sich auch nicht, glaube ich, hinzugehen. Nur wenn sie, ne, meinen, böse zu sein, dann trauen die sich. Aber auch nur in Massen. Mhm. Also ganz komisch, die Stadt hier. Die einen hassen einen, gucken einen mit dem Arsch nicht an und andere, die, huch, die springen einen gleich mit offenen Beinen ins Gesicht. Das ist, huiuiui. Ja, es ist speziell, würde ich sagen. Ja. Logbuch des Camps. Alter, was war das denn? Was ist das denn gewesen? Oh, wie kann man denn so sein, ey? Was war das? Uffi, du bist so ein Ehrenmann, Digga. Was war das was denn? Oha. Mörder. Wenn der wüsste, was der mit seinem Auto macht, der würde einen Strom bringen. Dafür ist er doch hier. Oh, ah! Ah, oh. Au, 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 au. Ah, ah, ah. Alles gut? Ja, oh, mein Kopf. Ich? Ja, mein Kopf. Das passt schon. Da hättest du mal einen Sturzhelm auf. Ja, Mann, jetzt wird's lustig. Hatte sie schon mal ein Auto zu dem Zeitpunkt? Keine Ahnung. Nein. Eigentlich nicht. Nein. Moment. Ja, scheiß Ivy. Drauf. Lies mal erstmal vor. Ja. Ivy Cassidy. Da haben wir Besitz von staatlicher Ausrüstung. Was hat sie gehabt? Einen staatlichen Tampon, oder? Nee, eine Polizeiweste. Was ist denn jetzt schon wieder so witzig, Alter? Staatlichen Tampon, du Bastard, du räudiger Köter, Junge. Hab ich einen Witz gemacht, Larry? Du klopf von der Druck auf, Junge. Ich verstehe nicht, dass ihr immer lachen müsst, obwohl ich keinen Witz mache. Hm. Halt's Maul, Alter. War nicht so frech. Köter. Das ist geil. Das ist richtig gut. Hm. Wow. Fahr zurück, mach Gas. Hier? Ja, also von der anderen Seite. Oh! Was ist? Sie sind Arzt? Aha, okay. Ja, Daniel ist mein Name. Ich habe die Quad-Tour mitbegleitet. Ja, Sie können sich nicht vorstellen, die Tour war genial. Wir hatten alle total viel Spaß. Dann haben wir diesen Geist gesehen. Und seitdem ging es nicht mehr ab. Wir haben den Geist gesehen, ja, ob Sie es jetzt glauben oder nicht, wir haben einen Geist gesehen. Ein ja, okay. Haben wir das denn? Da sind sie. Hallo? Na, Mensch. Was lief da gerade? Ach, Sie sind's, Frau Fox. Ach du Scheiße. Hallo, Frau Fox. Mann, ey, von weitem hab ich so gerufen. Was ist das denn für eine Frau? Sollen wir die klar machen gehen? Und dann... Na super. Alles klar. So, jetzt aber ganz schnell kurz rein. Ich muss jetzt schnell hier aufschreiben. Wir haben gesagt, wir singen nicht. Ja, ja, ja. Übrigens, ja, wir singen auch nicht. Die Leute schreiben gerade Wuff, Wuff. Wuff, Wuff? Wuff, Wuff. Oh, wie die Hunde. Meine Doggies. Meine Doggies, sagt sie. Ja, alles klar. Sehr gut.
Okay. Okay. Ja, dann wünsche ich dir noch viel Spaß und wir sehen uns ja dann Dienstag, ne? Ja, wir sehen uns Dienstag. Kannst du mal tschüss sagen an alle, die hören dich immer noch. Okay, tschüss Leute. Tschüss. Bis Dienstag. Bis dahin. Tschüssi. Tschüssi. Ja, sie wollte mit mir auf dem Hamburger Dom. Hast du heute Zeit? Ich will mit dir auf dem Hamburger Dom. Nee, hast du Zeit? Ich hasse deine Schichten. Ja, passiert. Sari, hallo. Was geht? Ja, gut, dass er gegangen ist. Gut, dass er einfach gegangen ist. Ich glaube, das war CJ. Ich glaube, das war CJ. Sah zumindest aus. Ich möchte wahrscheinlich. Fox? Ich weiß nicht. Hallo? Hola. Ich habe eine Frage vor Sie. Sie sind Anwältin. Ja, richtig. Angenommen, ich wurde jemanden überfallen. $100 in den Tasche stecken und wegrennen. Kann ich davor ins Gefängnis kommen? Moment, Sie wollen jemanden überfallen, denen aber Geld zu stecken? Nee. Dann ist es doch kein Überfall. Aber ich muss ja sagen, Hände hoch, gib mir dein Portemonnaie, sonst kann ich den Geld nicht reintun. Ja, gut. Verstehen Sie die Problematik? Ja. Kann ich davor in den Gefängnis kommen oder nicht? Naja, es kommt. Also. Im Endeffekt ist es eine Bedrohung. Das ist eine Bedrohung. Ja. Okay. Wenn ich Sie anrufe und den Codewort hieß den Superhelden, dann Sie kommen ganz schnell und helfen uns in den Gefängnis. Sie? Dankeschön, adios. Wow. Behandlungsverhause, ja? Ja. Ich bin Krüppel!